Botox statt Vorschlaghammer. Auch in der achten Generation bleibt der A4 ein alter Bekannter. Die feinen Änderungen an den Scheinwerfern und am Single-Frame-Grill enttarnen erst auf den zweiten Blick den Besuch beim Schönheitsdoc. Der 211 PS starke 2-Liter Benziner steht für 37.350 Euro beim Händler. Den Prestige-Sprint absolviert der Audi laut Werk in 6,9 Sekunden. Turbo sei Dank. Jetzt muss der A4 die Vorgabe bestätigen. Zum Beschleunigen wähle ich beim Audi Drive Select Dynamik vor. Drive Select heißt einfach, ich kann Fahrwerk und Motorabstimmung vorwählen. Und ich gehe in den Sportmodus des ESP für etwas mehr Schlupf, das er dann zulässt. Ja, sind ganz gut weggekommen. Ja, hier merkt man schon deutlicher, dass ein Turbolader arbeitet. Also wenn man dann vom ersten in den zweiten Gang, da braucht er schon noch ein bisschen so Zeit, bis er wieder auf Touren kommt. Also das geht heute eigentlich schon ein bisschen besser. 6,9 Sekunden. Der A4 bestätigt seine Vorgabe aus Ingolstadt. Zum Bremsen beschleunigen wir wieder knapp über Tempo 100. Das wäre jetzt der Fall und oh ja, die beißt richtig schön zu, ruppelt sich da ein ab. Also das ist mal, würde ich sagen, ziemlich guter Bremsweg. Bissfest. Nach 35,4 Metern kommt der A4 zum Stillstand. Newtonmeter und Turbokick. Ein bekanntes Rezept aus dem Kochbuch des Volkswagen-Konzerns. Der 2-Liter Turbomotor hier, TFSI heißt er, mit 211 PS. Das ist doch ein ganz alter Bekannter. Klar, den kennen wir schon zum Beispiel aus dem GTI. Aber wer jetzt ähnlichen Sound oder überhaupt ähnliche Charakteristik erwartet, nee, da nicht zu viel erwarten, würde ich mal sagen. Es ist schon. Es fühlt sich einfach limousinenhafter an im A4. So wie er am Gas hängt, wie er klingt, das ist dann deutlich gezähmter. Bewährte Zutaten, solides Ergebnis. Da hat sich Audi bei der Lenkung schon mehr getraut. Die arbeitet nun elektromechanisch und soll dem Sprit an den Kragen. Ich habe jetzt viel erwartet von der neuen Audi-Lenkung. Audi sagt ja, sie haben die Lenkung deutlich direkter abgestimmt. Das heißt, die Übersetzung ist direkter. Er müsste damit ja dann besser einlenken. Aber ich weiß nicht, ist ein A-B-Vergleich. Ich könnte den Unterschied nicht rausfinden, was jetzt die alte und die neue Lenkung ist. Es fühlt sich an wie vorher. Das Einlenkverhalten ist nicht wirklich jetzt bissig oder sehr agil. Es ist alles eher tatsächlich auf Komfort getrimmt, was an sich nichts Schlechtes ist, aber ganz einfach nicht die Erwartung erfüllt. Opfer des eigenen Image. Der sportliche Touch ist Audis Markenzeichen. Generell ist das ganze Fahrwerk deutlich auf Komfort abgestimmt. Das ist einerseits natürlich sehr gut. Mir persönlich gefällt das, weil zu einer Limousine gehört einfach mal ein guter Komfort. Aber diese Agilität und dieses Handling, was ja Audi immer für sich proklamiert, das kann der A4 einfach nicht mehr bieten. Die sanfte Modellpflege kann die leichte Altersschwäche unterm Blech nicht verbergen. Und auch der Innenraum setzt auf Altbewährtes. Zur Modellpflege hat ja Audi angekündigt, dass im A4 so richtig viel nochmal geändert wurde. Na, dann macht man hier die Tür auf und steigt ein und sagt: Hey Alter, wie geht's dir? Ich kenne dich doch, ja? Das ist doch der ganz alte, bekannte A4. Ich weiß nicht, also natürlich ein bisschen neue Hölzer und so weiter, aber so der große Wurf ist das jetzt ja nicht. Der Vorstoß in eine neue Mittelklasse-Dimension ist der A4 nicht. Hier kann Ingolstadt bei der nächsten Generation noch eine Schippe drauflegen. Echte Fans enttäuscht die Brot- und Butterlimousine jedoch keinesfalls.